Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. In letzter Zeit habe ich ein bisschen was verändert, weil ich sehr viele Android-Smartphones auch genutzt habe, welche mit einem Slider und ohne Notch, aber ich habe irgendwie total viel Lust auf das iPhone wieder mal bekommen. Deshalb wollte ich auch mal wieder testen, wie gut dieses iPhone XS Max Display eigentlich ist. Dieses Video ist übrigens auch mit der Hilfe von Selby entstanden, die freundlicherweise auch das Video gesponsert haben. Wer das noch nicht weiß, Selby ist eine Firma, die richtig coole Displayfolien bzw. so eine Art Schutzhüllen dann auch herstellen kann. Vor allem auch sehr günstig. Auf der einen Seite gibt es für knapp 20 Euro schon eine richtig passende Schutzfolie. Oder wer es ein bisschen hochwertiger mit dieser Curve-Variante haben möchte, zahlt auch nur 30 Euro. Wenn man jetzt mal sieht, wie teuer das iPhone XS eigentlich ist, sind diese 30 Euro wirklich gut investiert. Und jetzt wollte ich einfach mal testen, ob diese Schutzhüllen dann auch richtig gut sind oder nur cool aussehen. Ihr werdet jetzt übrigens keine iPhone 10s aus 10 oder 20 Meter Höhe fliegen sehen, weil das auch keine Alltagssituationen sind. Sondern habe ich mir mal überlegt, beziehungsweise in meinem Freundes- und Familienkreis einfach gefragt, wie denn deren Handys in der Regel immer kaputt gehen. Die Installation der Selby-Folie ist übrigens super einfach, denn da ist so eine Art Applikator mit dabei. Also ist es auch für euch natürlich auch kinderleicht, eine Folie komplett ohne Luftblasen dann auf euer iPhone zu machen, was ich richtig geil finde. Also schauen wir uns mal die Situation Nummer 1 an. Wenn man auf dem Sofa sitzt und irgendwie mal aufstehen möchte und jetzt nicht gerade sofort weiß, wo das iPhone sich befindet, kann es sehr, sehr schnell auf dem Boden landen. Erstaunlicherweise sind die meisten Smartphones dann auch kaputt gegangen, wenn sie nur von Kniehöhe runterfallen. Also gerade vom Sofa beispielsweise haben viele berichtet, dass die iPhones dann kaputt gehen. In meinem Fall, inklusive dieser Selby-Folie, war es überhaupt kein Thema. Als nächstes, und das ist mir wirklich selber schon mal passiert, ich hatte das iPhone oben in der Brusttasche, in der Jacke, wollte danach meine Schuhe anziehen und als ich mich dann gebückt habe, um die Schuhe zu binden, ist mir das iPhone komplett auf die Fliesen gefallen. Die Selby-Schutzfolie hat es natürlich dann geschafft, dass überhaupt gar nichts zu sehen war bei dem iPhone. Ich habe es, um die besten Winkel da auch zu bekommen, wirklich mehrmals ausgetestet und das iPhone XS Max auch komplett drauf fallen lassen und es hat überhaupt keinen Schaden genommen. Die nächste Situation war dann auch wirklich etwas schwieriger. Ich war in der Tiefgarage und wenn man aus dem Auto ausgestiegen ist, kann es auch häufiger mal passieren, dass das iPhone aus der Hosentasche runterfällt. Bei mir unten in der Garage ist wirklich ein kompletter Betonboden, also viel härter geht es eigentlich auch gar nicht. Und wenn ihr jetzt mal dieses iPhone dann auch betrachtet, seht ihr, dass auch dieses Mal keinerlei Schäden zu sehen sind. Viel besser geht es eigentlich gar nicht. Es ist also super einfach zu installieren, es ist auch noch günstig. Und was ich noch viel cooler finde, ist, dass das iPhone nach wie vor eigentlich auch cool aussieht. Ich mag es überhaupt nicht, irgendwelche globigen, dicken Schutzcases drauf zu machen. Deswegen ist mir eine solche Schutzfolie viel lieber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In nächster Zeit wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr Smartphone-Videos geben. Deswegen abonniert den Kanal, dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Bis dahin, see ya.